Achso, ich muss sie... Oh. Ah ne, okay, ich muss sie nicht beschützen, ich muss einfach nur die Dinger hier besiegen. Ack, Echse und Fledermaus. Lecker mit Skelettsuppe. Geben Konsistenz. Sicher? Meint ihr? Bam. Bam. Komm. Bam, bam. Zwei auf einem Streich. Bam. 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 Biong. Didim. Das Abendessen scheint auszufallen. Yeah. Hallo. Gib mir das Pagey, bitte. Ja, danke, liebe Hexe. Oh, mein ewiger Dank ist dir gewiss. Diese Wühlen haben eine anständige Abreibung gekriegt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zurückkommen werden. Spürst du das in deinem Knochen? Bitte nehmt eure Belohnung, ihr habt sie euch verdient. Können wir den nicht irgendwie befreien oder so? Hey, kann ich dich nicht irgendwie... Scheinst du ein neues Tonikum freigeschaltet zu haben. Komm zu mir. Ach so. Dann werde ich es dir erklären. Wer hat da gerade gesprochen? Das würde mich irgendwie mehr interessieren. Was haben wir denn hier? Irgendwie so eine Absprungrampe, ne? Oder oben kann man locker irgendwie hin. Aber wir haben diesen Jump noch nicht, oder? Nee, haben wir nicht. Schade. Ja, kann ich mal bitte... Achso. So, können wir hier in die Höhlen rein? Ich glaube ja, ne? Ja, können wir. Alles klar, gut. Dann machen wir erstmal hier die Höhlen fertig. Mal gucken mal, was hier in diesen Höhlen drin ist. Eine Feder. Sind wir jetzt in einer anderen Welt? Nee. Oder? Nee. Hatte ich eine Feder übersehen? Moment mal. Wenn ich hier reingehe, komme ich ganz rechts wieder raus, oder wie? Ja. Wenn ich rechts reingehe, komme ich in der Mitte wieder raus. Und wenn ich in der Mitte reingehe? Komme ich links wieder raus, oder wie? Ja. Hä? Hey, du. Den Eingang dort, ja? Ja? Komm wieder, wenn ihr die Tropen für eine neue Expedition erweitert habt. Ah. Also knüpft da wahrscheinlich so eine Welt an, oder wie? Ah, ich weiß es nicht. Da hinten hatten wir einen Geist gefunden. Da waren wir schon. Da oben waren wir schon. Da können wir aber auch noch nicht hin. Also nicht mehr hin, nicht weiter hin. Wir hatten hier noch ganz viele Federn nicht geholt, ne? Ja, der kann mit uns nichts anfangen. Hier haben wir noch irgendwas. Hallo. Oh. Was ist, oder? Ich bin ein Basic-Stück. Ich wurde von Kapitän B. Stärken zerrissen. Und in diesen Dschungel geworfen. Meh. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte finde meine anderen 3 Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding, ja, keine Bange. Wir werden dich mit dir selbst wiedervereinen. Ja, ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Yuka. Seine Objekte sollten schon einteilig sein. Die macht sich selber einen Witz daraus aus dem Spiel, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Hier ist eins. Hallo. Ich bin das zweite Magic-Stück. Noch 2 fehlen. Oh, hier ist ein Geist. Wo ist der? Wir waren Geist. Hier ist er noch. Hä? Der war doch. Hä, wo ist denn? Mann. Mann. Muss ich mich anschleichen oder hier drin? Ich glaube, ich muss mich im Busch verstecken.
Oder ich muss warten, bis er wieder auftaucht. Einfach so. Er taucht hier irgendwo auf, oder wie? Okay, ich muss mich hier einfach... Ich drehe mich jetzt einfach mal ein bisschen. Da ist er! Nein! Krieg dich. Irgendwie. Hä? Wo ist das blöde Viech? Es mobbt mich. Irgendwie. Hä? Irgendwo hier taucht es gleich auf. Da war's doch. Ich hab's doch gerade gesehen. Ich muss, glaube ich, hier stehen, dann taucht es auf. Und dann taucht es genau in mir auf. Ich weiß es nicht. Okay, ich kann ihn nicht fangen. Alles klar. Merke ich mir. Blödes Geisterviech. Muss ich vielleicht oben rauffallen so? Oder von oben da rauffallen? Ich weiß es nicht. So, bleibt es da? Nee, es verschwindet auch, wenn ich hier bin. Okay. Wie ich das kriege, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich irgendwo... Oh, hier war das dritte Pagey-Stück. Ach, ich habe, glaube ich, irgendwie eine Kombo, ne? Hm. Hallo, Schweinchen. Guten Tag, junger Kinder. Ich wette, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Man nennt mich Skopfsalot. Surf Skopfsalot, okay. Ich meine, stolzer Ritter von Hamelot. Ich wusste es. Gut, dann berichte uns mal von deiner kühnen Schatzquest. Wahrhaft, meine Ritterkameraden und ich befinden uns auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rambo. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf vier verschiedene Orte aufgeteilt. Oh, Husten, nee. Ja, ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig überlastet, um sie zu finden. Würdet ihr mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Ja, können wir machen. Keine Bange, Skopfsalot. Wir werden dir helfen, deine Ritter zu finden. Oh, hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Würmigstadt schon nicht ertrinken. Ja, alles klar. Falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder und fragen dich nochmal. Meine Füße sind nass? Doch nicht verzagen? Irgendwas? Jetzt schon nicht versinken? Aber okay. Ist es jetzt auch in dieser Welt oder ist es in einer anderen Welt irgendwie? Weiß ich nicht. Wir haben alle deine Teile, aber nicht lange, Goldchen. Yeah, noch ein Belgi. Hier oben waren wir noch nicht, ne? Hier unten waren wir schon, aber hier oben noch nicht. Ne. Okay, das war natürlich bad. Das war richtig, richtig bad. Ach Gottchen. So, zack. Und wieder hoch. Super. Hier lang. Okay. Da unten noch was? Ich glaube nicht. Ne, da waren wir auch, glaube ich, schon. Genau. Eine Fackel. Achso, ja gut, eine Fackel. Ganz normale Fackel einfach. Die müssen wir hochrollen, schätze ich jetzt. Und springen. Okay. Hochrollen. Ne, hier können wir hochlaufen. Achso, ja gut, okay. Und hier bin ich ja eben auch schon hochgelaufen. Super. So, was das ist, weiß ich noch nicht. Jetzt da ist irgendwas. Ich kenn einfach mal hier
normal lang gehen. Upsi. Okay. Oder runterfallen. Das kann man natürlich auch. So, wo sind wir hier? Was müssen wir hier machen? Was ist unsere Mission? Einfach mal weiter hochgehen, schätze ich. Irgendwie hier hochkommen. Ganz oben auf die Spitze. Ganz oben auf die Spitze. Irgendwie. Wie? Keine Ahnung. So. Aber hier ist nichts. Was ist unsere Mission hier oben? Warum? Was muss man... Was, warum sind wir hier? Was ist hier jetzt der... Das Geheimnis? Ist doch nichts. Okay. Alles klar, hier ist nichts und das ist das Geheimnis. Alles klar. Okay. Akzeptiere ich so. Ich denke mal, hier ist irgendwas, oder? Irgendwas da drin? Öffnet sich vielleicht auch eine Wand oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die Kamera hat gerade richtig verrückt gespielt. Ja, hier ist irgendwas im See oder so. Hier ist irgendwas mit nass. Meine Füße werden nass. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Wie gesagt. Einfach alle umrennen. Umrollen. Das ist die geilste Sache, die du machen kannst. So, erstmal hier hochrollen. Was ist hier mit dem? Hier können wir zerstampfen, schätze ich. Aber erstmal Rextro. Nicht Rextro, Trouser. Schaut an, wie krass, meine alten Kameraden. Wie kommt? Bitte kommt in mein Büro. Was für ein Büro? Sieht eher aus wie ein zerbröckelnder alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht drum. Die besten Designer sind an der Sache dran. Wir haben schon Preise gewonnen. Nur vom Feinsten. Wie dem auch sei, ich nehme an, ihr seid wegen Trousers berühmten Manövern für Fortgeschrittene hier. Ja bitte, wir haben ein paar neue Tricks dringend nötig, Trouser. Super, weil ihr meine lieben Freunde seid, werde ich euch einen echten Bossknacker lehren für nur 30 Federn. Ein echtes Schnäppchen. Moment mal, ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns ein Gratiskram. Meine Gratis-Tickets gibt's es eher leider nur in den Hivory Towers. In den Welten gibt es das nicht. Sagt, an welchen Sachen seid ihr interessiert seid, dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Sonarschuss? Schießt du super Sonarschüsse, um Geheimnisse zu zeigen. Schlürfschuss, Kumpelkracher. Ein super Trick ist das, wow. Essbare Objekte und schießen mit Projektieren. Wir haben genug Federn, um alles zu holen. Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja. Okay, worum geht es bei diesem Trick, Trousers? Der nächste Trick ist ein umwerfendes Angebot. Ich überlasse ihn euch praktisch für umsonst. Im Ernst, solchen Preisen werde ich bald eine weitere Hypothek auf mein Haus aufnehmen müssen. Ja, ist dein Haus auch eine zerbröckelnde Altruine? Lely! Wenn du den Kumpelkracher durchführen willst, springe einfach mit dem A in die Luft, drücke dann das, um uns einen grünen Freund in Richtung Boden zu knallen, massiven Schaden zuzufügen. Ja, das wäre... wäre es nicht sinnvoller, wenn Lely das Knallen übernimmt? Aber kaum. Beim Kumpelkracher kracht Yoka mühelos durch Hindernisse und Feinde. Was haltet ihr von einer passenden Unfallversicherung? Liebe Freunde. Naja, eigentlich. Nein, passt schon. Danke, Wobi. Okay, nice. Echsen-Senpai. Achievement, nice. Wir holen uns noch so Arschos. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du. Ja, bin ich.
Natürlich bin ich sicher. Immer nur zulernen. Jo, super, mit dem nächsten Trick habe ich einen Boss aus Welt 3 besiegt. Das war nicht ohne. Ja klar, du kannst ja nicht mal anständig anziehen. Um Sonarschuss zu verwenden, benutze Y, dann schießt unsere lila Freundin brutale Wellen aus Sonarenergie. Na, hört sich cool an. Sonst noch was, Wurmjunge? Ihr könnt auf Feinde schießen, um sie zu betäuben oder Sonar-Totems zu aktivieren, um unsichtbare Objekte zu zeigen. Aber Vorsicht, Kumpels. Jeder Schuss kostet Energie. Habt ihr Interesse am Versicherungsplan? Man weiß ja nie, vielleicht habt ihr diesen Trick in nächste Woche schon vergessen. Ja, passt schon. Schlürfschüsse. Oder okay. Erste Wahl, bist du... Ja, bin ich. Okay, Wumi, bring uns was Cooles bei. Nun gut, seid ihr bereit? Dieser nächste Trick ist etwas ganz Besonderes. Ein wirklich toller Trick. Nur zu, raus damit. Wir müssen ein paar Magiebücher füllen. Wenn du vor essbaren Objekten, die wie Beerenbüschen stehst, kannst du B drücken, um sie zu essen. Toll, nicht wahr? Das ist alles. Wir hätten diese Federn für die Casino-Welt aufheben können. Ruhig Blut, Lady. Da steckt sicher mehr dahinter. Natürlich, wenn du nach dem Essen X drückst, spuckt unser grüner Freund sein Essen als Schleimgeschoss aus. Ah, völlig nutzlos. Was willst du bei dem... Was willst du uns denn als nächstes beibringen? Wie man ein Fahren lässt? Naja, eigentlich. Okay, und schon ist ausverkauft. Nein, tut mir leid. Ich wollte nicht. Nein. Ja, nö. Alles klar. Das war's. Ja, okay. So, wir können jetzt das. Ja, wir können das. Okay. Bam. Oh, hallo, da oben. Danke für das Licht, damit ich die Zielübung vorbereiten kann. Wenn ihr die anderen drei blockierten Fenster noch freilegen könntet, wäre das harmlos. Klar, können wir machen. Bam. Was kann ich jetzt hier eigentlich? Ah, okay, cool. Komm. Ja, schlagende Arbeit. Kommt rein, dann können wir einen sportlichen Wettbewerb um einen echten Preis ausrichten. Was meint ihr? Da ist der Eingang. Oh, da ist die Lady, die gesagt hat, wir sollen zu ihr kommen, weil wir genug irgendwas haben. Wo war sie? Da hinten, aber ich will erstmal das hier machen. Erstmal hier hochgehen. Hallo, ihr Gegner. Zwei auf einem Streich. Yeah. Die kriege ich auch noch. So, sonst ist hier nichts, ne? Nee. Wenn nicht so. Können wir nicht echt jumpen? Nein, können wir nicht. Mann. Oh Gott. Okay, gut. Hat noch funktioniert. Da ist auch noch ein Beiji. War ich da noch nicht? Ich war da noch nicht. Dann muss ich auch gleich nochmal hingehen. Und das sieht aus wie ein Geist? Nee. Hallo, ich bin's Molekül. Bring mich zu Dr. Boss für eine gute Überraschung. Okay, das werden wir machen. Irgendwas, was wir von hier oben erreichen können. Ach, ganz oben müssen wir auch noch. Wir wahrscheinlich mit dem Dings hinfahren. Kommen wir da hin? Nein, kommen wir nicht. Okay. Warte, kann ich das öfter usen? Weiß ich nicht. Okay, erstmal hallo. Hallo. Ach du meine Güte. Hallo. Ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Ihr müsst das schäbige Duo sein, wegen dem Kapitel B so viel Wirbel macht. Ja. Ich darf mich vorstellen, Dr. Puss, die führende Wissenschaftlerin von Hibbery Towers, zumindest war ich das, bis dieser ruchlose Dr. Quack mir meine Forschungsunterlagen gestohlen hat. Psst, Yuka, was ist mit ihrem Namen los? Psst,